Warum Doom Eternal, wenn es auch älter geht? Darüber weiß ich Bescheid. Sehen wir gleich. Herzlich willkommen, ihr da draußen an den Empfangsgeräten. Schön, dass du da bist, Chiara. Ja, schön, dass du da bist, Gregor. Ja, schön, dass wir alle hier sein können. Schön, dass wir alle hier sind. Wenn es um gepflegte Ballerspiele geht, dann weiß man ja, wenn man an Rocket Beans denkt, dann denkt man an uns beide. Auf jeden Fall. Wir ballern alles über den Weg, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und dann ballern wir auf die Bäume, so gut es geht. Gerade sind ja viele Sachen unterwegs wegen Doom Eternal. Es dauert ja noch ein bisschen, bis das Spiel final draußen ist. Du hast es bereits gespielt, ich habe es bereits gespielt. Aber begleitend dazu wollen wir natürlich auch die Gelegenheit nutzen, auch mal dem älteren Sachen ein bisschen zu frönen. Denn parallel dazu ist gerade noch mal die News gekommen, die Version von Doom, die es auf der Nintendo Switch gegeben hat. Vor ein paar Monaten sind ja noch mal Doom 1, 2, 3 dafür rausgekommen. Die Version von Doom 1 und 2 waren leider nicht ganz so gut. Ja, habe ich gehört. Da gab es einige Probleme, nicht? Genau, die waren teilweise verbuggt. Die Framerate sah nicht besonders aus. Und da kann man natürlich die Frage stellen, muss Doom eine gute Framerate haben oder so? Kann man die nicht auch so spielen? Ist ja schon ein bisschen alt. Aber eine Switch sollte das schon können. Ja, sollte sie können, oder ist es schlimm, oder ist es vielleicht weniger schlimm, wenn es das vielleicht nicht kann? Weil ich meine, es ist schon sehr alt und man muss jetzt nicht so unbedingt schnell reagieren, obwohl ich finde, die alten Doom-Teile sind halt schon bockschwer. Du hast die, also ich nehme mal jetzt an, als sie rausgekommen sind, hast du sie nicht gespielt. Wahrscheinlich war ich auch nicht mal auf der Welt, ich weiß es nicht. Das kann sehr gut sein. Ach, Gottchen, ich habe sie in der Schule gespielt. Ja. Wir haben in der Schule dann ein Netzwerk gehabt, wo wir dann viel von den Shootern gespielt haben oder alte Strategiespiele, aber eben auch viel von den Ego-Shootern im Multiplayer. Und da habe ich auch viel Doom gespielt damals. Allerdings ist es natürlich schon was anderes als die Shooter der Moderne. Ne? Das sind ja fast zwei andere Genres, wie man sagen kann. Wann hast du ungefähr mal ein bisschen was davon nachgeholt? Tatsächlich letztes Jahr auf der QuakeCon. Mhm. Da war eine ganze Station mit allen alten Doom-Teilen. Auch für die Switch gab es das schon, aber das war ständig besetzt. Da habe ich mich daran gesetzt. Und kam erstmal überhaupt nicht klar, weil ich sehr schlecht Dinge erkannt habe. Ich habe Türen kaum erkannt, wusste nicht, wie ich sie öffnen soll. Habe mich gefragt, wo die Sprungtaste ist und warum ich nicht vertikal zielen kann, nur horizontal. Okay, ja, deshalb, das sind unterschiedliche Genres, kann man fast sagen, hatte ich ja schon erwähnt. Aber wir können das Ingame gerne auch schon mal anmachen und da mal ein bisschen die Atmo in uns aufsaugen lassen. Was wir gleich ausprobieren werden, ich hatte mir die Dinge natürlich auf der Switch geholt, als Fan von Anno Dazumal. Im Speziellen war ich an Doom 3 interessiert, weil das nochmal eins der Spiele war, die ich nur in der Urfassung mal erlebt habe. Es wurde ja auch gepatcht und upgedatet ohne Ende. Mhm. Aber die ersten beiden, ja, kurz mal reingeschaut, mal ausprobiert und ich denke, Bethesda wollte hauptsächlich, weil es so viel Negatives im Internet über diese Version gab, nochmal ein bisschen extra was updaten. Von dem, was ich bisher gesehen habe, die Grafik ist jetzt 60 Frames. Wir sehen gerade Doom 1 im Hintergrund, läuft es ab. Plus, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, direkt auch auf der Switch Add-ons dann laden zu lassen. Die Sache ist es, du musst dich in dem Bethesda-Net-Account anmelden. Das ist eine Voraussetzung da, damit du Add-ons runterladen kannst. Das ist aber auch auf dem PC so. Wenn man Wolfenstein oder so spielt, dann muss man sich auch bei Steam nochmal über den Bethesda-Account irgendwie anmelden. Mhm. Ja, ich wollte eigentlich nicht nochmal extra gucken. Ich hatte mir irgendwann mal einen Account gemacht, weil du bei irgendwas nicht weitergekommen bist, aber den musste ich nochmal reaktivieren. Und wenn man sich einmal da angemeldet hat, ich habe jetzt mal eine andere Mod ausgewählt, die TNT Evolution. Anscheinend. Da kann man sich ausruhen, wenn man die einmal runtergeladen hat auf die Switch. Das soll bei den anderen Konsolen auch gehen, beim PC ja sowieso, wenn du dann die WAT-Dateien und wie sie alle heißen dann hast. Wenn wir mal zurückgehen, jetzt habe ich diese beiden zum Beispiel runtergeladen und kann sie aktivieren unter Add-ons. Genau. Wenn ich dann auf 4 gehe, dann ist es quasi das aktive Add-on und es ersetzt das Hauptspiel hier. Also wenn ich jetzt Sigil spielen will, was auch eine coole Sache ist, Sigil ist nämlich der offizielle neueste Doom-Teil von John Romero, einem der Chefentwickler damals gewesen. Mhm. Der hat sich vor einiger Zeit ja hingesetzt und quasi nochmal ein paar Bonus-Level gemacht. Die sind jetzt auch hier offiziell vorhanden. Und die hatte ich zum Beispiel noch gar nicht gespielt. Ja, dann rein damit. Wir gehen mal in Singleplayer rein, Sigil. Wir lassen den Standard-Schwierigkeitsgrad, weil so gut bin ich auch nicht mehr. Wir können gerne auch mal tauschen. Wir spielen auf der Nintendo Switch, aber ich habe mir extra, wegen Doom war das damals, einen Adapter fürs PS4-Pad geholt, weil die Joy-Cons alle schrecklich sind mit den Analog-Sticks. Ja, das finde ich auch. Aber den Pro-Controller hast du nicht, oder was? Nee, ich gebe keine 80 Euro für einen Pro-Controller aus, der ein schlechtes Steuerkreuz hat. Ja, okay. Ja? Da war mir 10 Euro für den Adapter und ein gutes PS4-Steuerkreuz dann lieber. Das ist wesentlich schlauer. Ich fühle mich jetzt ein bisschen dumm. Ja, ich habe es auch nachdem ich hier so viel Celeste auf dem Sender gespielt habe, auf den beiden, mit den beiden Varianten, mit den Joy-Cons als auch mit dem Stick, habe ich mir gesagt, lass es lieber sein. So, warte mal, lass uns, bevor ich ein bisschen was sage, mal die ein, zwei Gegner hier sind, die weggehauen werden. Ich bin direkt gestartet mit dem ersten Level von Sigil und
ja, da hat sich John Romero wohl ein bisschen ausgetobt, was das Level-Design angeht. Ich glaube, das ist noch mit den ganz alten klassischen Tools hier entstanden. Wie es auf der Switch hier gelegt ist von der Steuerung her aus, du kannst mit dem linken Stick deinen Charakter bewegen und du hast den rechten Stick für die Drehung. Was ich ein bisschen schwierig finde, weil bei solchen alten Shootern, wenn ich mit Controller spielen würde, ich hätte lieber, dass ich mit L1 und R1 irgendwie strafen würde. Weil das ist für mich so ein bisschen angenehmer, weil ich finde, der Stick ist ein bisschen zu empfindlich teilweise. Ja. Selbst, also hier, das geht schon, wenn ich ganz, ganz leise mache oder ganz, ganz wenig drücke, kann ich schon ein bisschen dezent hier machen, aber im Eifer des Gefechtes dreht sich mein Charakter ein bisschen zu schnell, habe ich den Eindruck. Mit L und R wechselst du stattdessen die Waffen hier durch. Du ballerst mit der R2-Taste hinten. Und du hast nochmal die Möglichkeit, die Karte mit der Dreieckstaste. Du könntest theoretisch auch so komplett spielen bei den alten Dooms, wenn du wolltest. Was hatten wir noch? Ich glaube, das ist die Hauptsteuerung jetzt hier. Ja, du hast auch schon erwähnt, Unterschied, kein Höhenunterschied bei diesen Spielen. Sondern die Pistole oder die Waffe, die du da hast, schießt automatisch mit den Projektilen hoch zu den Gegnern, wo die auch sind. Aber ich finde, es macht es ein bisschen einfacher, weil so konnte ich immer um die Ecke leicht pieken, wenn ich dann in den nächsten Raum gegangen bin. Doom-Teile sind halt auch manchmal wirklich gemein. Gehst in einen neuen Raum, dann sind da plötzlich 10 Gegner. Du musst immer so rein, leicht reinlooten und dann hoffen, dass die Entwickler jetzt gerade mal einen guten Tag hatten. Genau, hier sehen wir das Beispiel, da oben war der Gegner gerade und ich habe einfach nach vorne geballert und ihn getroffen. Das war die Begebenheit damals, so wie die Spiele zusammengebaut waren. Du hast zwar hier Höhenunterschiede, was das eigentliche Level-Design angeht, aber es hat für die am Anfang nur so funktioniert, erst ab Quake war es, wo du so richtig auch zählen und Mouse-Look machen konntest. Ja. Wobei es, glaube ich, auch Patches gibt, wo man Mouse-Look hier dazu packen kann, aber ich habe die jetzt nie so richtig damit gespielt, nur auf die klassische Art. Ja, hier muss man vom Level-Design hier beim ersten Level, das habe ich mir auch schon kurz angeguckt, da sind Augen verteilt. Zum Glück habe ich die Shotgun, die ist zum Glück ein bisschen kräftig. Sind Augen verteilt, die man anballern muss im Level und dann öffnen sich neue Wege, bei denen man weitermachen kann. Okay, hat sich hier was geöffnet. Das sieht aus, als ob ich das haben könnte, oder? Ja, aber genau, so eine Situation, da wäre ich jetzt wahrscheinlich runtergefallen, weil ich denken würde, man kann springen. Ja, springen, also Knopf passiert hier nichts beim Springen auf jeden Fall, oder? Habe ich irgendwas? Nein. Nee. So, dann ist hier ein Auge versteckt. Ja, von wegen, ich komme richtig vor wie so ein, wie nennt man meine, nee, ich bin Generation Y, aber ich sage jetzt mal wie so ein Millennial. So First World Problems. Generation Y ist das? Das ist doch Millennial, würde ich sagen, ist oder? Ist das das Gleiche? Weiß ich glaube. Egal, bin ich beides. Es gibt noch die Zoomer, das habe ich gelernt als alter Mann. Wie sind denn die Zoomer? Das sind die, die nach Millennials kommen. Ach so. Die dann die Generation, die Memes. Ah, okay, das sind dann die ich dann hassen werde, wenn ich alt bin. Ja, ganz genau, genau. Okay. Ich bin auch Gen X. Bin da zwischen den Boomern und den coolen Leuten gefallen. So, leider kannst du an der Helligkeit auch nicht wirklich hier was drehen. Kann ich hier auf Optionen mal gucken. Oder geht da was? Doch, ein bisschen. Ja, doch, geht. Level-Helligkeit machen wir auch mal ein klein bisschen hoch, damit wir ein bisschen was mehr erkennen. Ja. Du kannst das Verhältnis übrigens auch auf 16 zu 9 stellen. Allerdings, du hast dann noch leichte Balken und das Bild zoomt eigentlich einfach nur rein. Du siehst das Menü, glaube ich, dann einfach nicht mehr unten. Deshalb bleibe ich einfach bei 4 zu 3 hier. Ja. Oh, und das ist auch neu. Moment, das hatten wir hier. Du hast eine Quick-Save-Option mit R und L. Das kannst du auf Konsole nämlich auch nicht mehr machen. Also ich habe jetzt Quick-Save mit R gemacht und Quick-Load bin ich wieder da. Oh, das finde ich richtig gut. Das kannst du auf der Konsole jetzt auch machen. Okay, das hilft schon um einiges mehr. Ja, jetzt kann ich sehen, da ist tatsächlich ein Weg. So. Pinky, komm mal her. Aber klug ist er nicht. Nee, aber komm. Das ist. Ja, aber der steckt doch irgendwo fest, oder? Der hat's versucht. Ja, in der Architektur hat er auf jeden Fall sich verschluckt. Da liegt noch ein paar Doomguy-Leichen. Wo du das erste Mal auf der Quake-Con das gespielt hast. Kannst du mit sowas noch nostalgisch Spaß haben? Weil du spielst ja eh auch sowieso viel Shooter, aber eben auch viel kompetitiv oder sowas. Das ist ja nochmal ein komplett anderer Schnack als jetzt dieses alte Puzzle-artige mit den großen Pixel-Leveln. Konntest du eben noch ein bisschen was abgewinnen? Ja, doch, ich hatte Spaß. Ich habe eigentlich so, weil ich möchte es nicht Leidenschaft nennen, aber Interesse geweckt bekommen, als ich eben Wolfenstein gespielt habe. Oh, ich glaube, ein paar Teile, nee, die sind nicht indiziert. Also ja, Wolfenstein Colossus ist wieder deindiziert worden mittlerweile. Ja, genau. Ja, man kann sich auch die Version in Wolfenstein 2, The New Colossus, gibt es ja auch den bereinigten Spielautomaten, den man dann zocken kann. Genau, ja. Und ich habe so gerne an diesen Spielautomaten gespielt. Und ich glaube, in New Order konntest du dich ja, hattest du einen Albtraum, da konntest du ja auch, ich glaube, es war auch Wolfenstein spielen. Ah ja, 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 das war es auch, glaube ich, so. Und das hat mir eigentlich super viel Spaß gemacht. Und Doom geht ja
also zumindest vom Gameplay in die gleiche Richtung. Ja, ja, es war die effektiv die Weiterentwicklung, wo du ein bisschen mal mehr anstellen konntest, größere Level. So, was habe ich jetzt? Ich kam aber mit den Leveln besser zurecht dann als bei Doom, weil die schon, es ist schon so eine Art Labyrinth, habe ich teilweise das Gefühl. Man weiß erstmal nicht, okay, wo geht's jetzt weiter, man muss sich umschauen. Achso, na warte mal. Ja, Labyrinth ist auf jeden Fall das Stichwort bei solchen alten Shootern. Die sind alle sehr, sehr labyrinthartig aufgebaut. Vor allem, weil du dann dieses typische, such eine Keycard, wie komme ich irgendwo weiter, was kann ich anstellen. Das so ist das Spielprinzip ungefähr. Das fand ich als Oldschool-Shooter-Spieler dann auch an solchen Games wie Doom 2016 eben ganz cool, dass du wieder diese ein bisschen klassische puzzelartige Art hast, ne? Ja. Nicht diese cinematischen, nicht im negativen Sinne Schlauchlevel, aber wo du eher durch das Erlebnis durchgeführt wirst, Call of Duty Style, ne? Du kommst in einen Bereich und dann weiß ich, da mache ich erstmal Belagerung und dann kommt der Gegner rein und da gibt's die Cutscene. Die funktionieren eher, wo kann ich durch, eventuell kann ich mich auch verlaufen. Sag mal, ey, du Saftnase. Ja, bei Doom 2016 wurdest du ein bisschen an die Hand genommen. Da war es jetzt, glaube ich, nicht so schwer. Oder es fiel mir nicht so schwer. Oh Mann, jetzt musst du aufpassen. Wie jetzt in den ersten Doom-Teilen. Was hält er denn alles aus? Oh nein. Oh Mann. Sehr holy shit. So, jetzt mal ein Quicksave, ey. Hättest du da vorhin einen Quicksave machen sollen? Ja, ich hätte da vorhin machen sollen. Warte mal, hier liegt noch. Hier habe ich einen Prozent mehr jetzt. 1% mehr. Ist hier das hinten bestimmt dann was noch versteckt. Was? Eine Rüstung vielleicht zumindest. Hier ist doch. Eine Fleischwolle. Oh nein, noch mehr Gegner. Gott, oh Gott. Den Schalter. Oh, du Safti. Aber. Du Safti. Aber du hast ein bisschen Leben dazu bekommen. Oh, ja, da geht's auch noch rein. Das ist so leider die typische, wie nennt man so, Enemy-Closet-Nummer, war viel von dem Level-Design der alten Dooms. Ne? Ich habe hier gerade mit diesem Schalter hinter mir diese geschlossene Wand geöffnet und da war Energie, aber auch ein Gegner mit drin. Und es ist abgestürzt gerade. Das haben wir auch noch bekommen. Apropos der Patch. Das hatte ich vorhin tatsächlich auch einmal. Wir starten es einfach neu. Zum Glück haben wir gequicksaved. Irgendwie, das ist mir vorhin einmal passiert, als ich testweise ausprobiert habe, wo ich hier gespielt habe. Da ist mir tatsächlich das Spiel auch nochmal abgestürzt. Aber wie lange hast du es gespielt, bevor der Patch kam? Also ist das jetzt ein Patch-Problem? So gut wie kaum. Ich habe es kurz ausprobiert und dann gesagt, okay, ich habe es jetzt erstmal, vielleicht, wenn ich mal irgendwann Bock habe. Und jetzt erst, wo der Patch rausgekommen ist, weil ich hatte nicht viel Grund, das noch weiter zu sorgen. Also kann sein, dass das vorher auch schon gewesen ist. Aber eventuell ist das jetzt eine Sache, die ausgelotet wird. Und die Leute, die jetzt anfangen, fängt auf einmal an, dann weiter abzustürzen. Sigil ist übrigens als Download nur mit Doom 1 erhältlich. Ne, wenn du Doom 2 hast, da funktioniert eigentlich ähnlich mit dem Konzept hier aus, aber da konnte ich Sigil zum Beispiel gar nicht auswählen bei den Downloads. So, Singleplayer. Spiel laden. Schnell speichern, laden. Das müsste sein, ne? Ja. Gut. Okay. Ja, du kannst gerne auch gleich mal probieren, wenn du magst. Aber nur, wenn du ein bisschen mehr Leben holst. Ja, ja. Ich hätte den roten Schädelschlüssel hier gleich mitnehmen sollen. Dieser alte Saftsack, ey. Entschuldige, aber ich wollte nicht unterbrechen. Das Spiel hat mich nur unterbrochen dann. Ja, ich habe auch keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe. Aber nee, ich kann gerne weitermachen. Aber wie gesagt, du brauchst erstmal ein bisschen Leben. Ja, genau. Wenn ich mich sicher fühle. Ich guck mal, bis ich dann voll habe. Enemy Closets war der Gedanke, ne? Dass du viel, wenn du dann Geheimgänge aufgemacht hast. Das können wir jetzt gleich hier sehen. Siehst du diese Wand? Du siehst auch nicht, dass es, na, da ist er, ne? Ja. Na, hat sich einfach schon nicht mal durch den Schalter, sondern hat sich von Haus aus so geöffnet. Und das ist auch bei den späteren, bis zu Doom 3 war das so das Konzept. Bei Doom 3 genauso, nur mit besserer Optik. Die Gegner springen aus irgendwelchen Schränken raus und erschrecken dich dann. Oder wollen dich dann erschießen. Du musst dann immer gucken, von wo werde ich gerade getroffen. Ja. Das Design hier ist gar nicht mal so schlecht in der Hinsicht. Du würdest das jetzt nicht mit modernem Level-Design vergleichen, aber es wirkt schön abgedreht unter den alten Voraussetzungen. Ja, ich finde das... Fleischwänden und alles. Ja, ich finde das... Vor allem, die bewegen sich halt auch. Es ist wie so eine Rolltreppe. Eine Fleischtreppe ist es. Eine Fleischtreppe. Eine seitliche Fleischtreppe ist es. Ja. Hast du denn mal Iron Fury mal ein bisschen gespielt? Das kam ja letztes Jahr raus und ist ja auch quasi dazu, ich glaube zumindest auf der irgendeiner alten id-Tech-Engine basierend. Oder mit der, die mit der Duke gemacht wurde damals, das müsste die sein.
Nee, habe ich nicht gespielt. Probier das gerne mal aus, weil das verbindet so ein bisschen die Sensibilitäten von solchen alten Shootern, aber mit modernerem Leveldesign, hoher Auflösung und sowas. Das fand ich, ist tatsächlich ein sehr cooles, so eine coole Mischung aus Retro und modernem Shooter. Ich musste ja lachen, bei House and House hatte ich Perfect Dark rausgesucht. Uff, ja. Und das hast du ja auch gespielt. Ja. Und keiner kam damit zurecht. Und ich kann es auch nachvollziehen, ich habe das mit einem Kumpel zusammen gespielt und der kannte es halt schon. Und ich hätte es alleine nicht geschafft, weil man einfach nicht weiß, was man machen muss. Du hast einfach nur verschiedene Etagen. Aber es zählt ja trotzdem so als einer der Top-Classic-Games. Perfect Dark. Ja, Perfect Dark ist auch nochmal was anderes. Die habe ich zum Beispiel nie gespielt auf dem N64. Da habe ich sehr wenig Shooter gezockt, muss ich sagen. Oh Gott, Kakodämon hier auch nochmal. Und Perfect Dark ist einer dieser Puzzle-Shooter eben auch nochmal. Also noch mehr als hier, sondern da hast du auch wirklich, lies die Beschreibung und der erste Level, das war dann auch noch, wann haben wir das gespielt? 7 Uhr morgens, wo ich kurz vor 2 Stunden gepennt habe, nachdem ich den ganzen Tag schon vorher gespielt habe. So, dann save ich gleich mal ab, dann darfst du gleich mal den nächsten Level machen. Und ich bin einfach nicht mehr zurechtgekommen in diesem gleich aussehenden Gebäude. Es waren teilweise auch, habe ich jetzt irgendwo was getriggert? Habe ich was nicht getriggert? Habe ich was verpasst? Ja. Ich habe ja trotzdem noch gewonnen, obwohl ich mich irgendwie so halb gar durch den dritten Level gestolpert habe. Vor dir hat auch doch irgendwer anders gespielt. Du bist also mittendrin eingestiegen. Das kann sehr gut sein. Warte mal, ich schieße aber den schon mal tot. Wenn der da rumsteht. Oh. Ach du meine Güte. Ja, muss man dann einfach links, rechts scraben dann. So, dann machen wir mal den Quicksave, bevor es nochmal abstürzt. Ja. Dafür ist der Quicksave drin. Probier mal ein bisschen. Mhm. Also oben, unten ist nicht. Aber das ist wirklich sehr empfindlich. Mit dem linken, ja, mit dem linken Stick. Du musst also erstmal dich ein bisschen dran gewöhnen, dass es recht empfindlich ist. Okay. Und R2 ist dann ballern. Waffenwechsel mit L und R, mit dem vorderen. Oh, ich wollte wieder nach oben ziehen, weil ich dachte, Mann, der zieht doch gerade auf den Boden. Wie doof ist das denn? Vorteil, du brauchst nicht invertieren, ne? Oder deinvertieren dann. Ja, das stimmt. Oh. Kann der schießen? Ja. Ja, natürlich kann der. Ich dachte, das ist vielleicht eine Scheibe oder so. Oh, das ist super empfindlich. Doch eher mit dem linken Analogstick versuchen. Ja, bei sowas, analog ist zwar nett, aber ich hatte solche Sachen auch am PC nicht mit der Maus gespielt, sondern ich hatte die Tastatur einfach benutzt zum Strafen. Einfach aus Gewöhnung heraus. Ist einfach noch kein Spiel, wo du eine Maus unbedingt gebraucht hast. Okay, du hast ihn. Mann, das ist ja... Schwierig, ja? Oh nein, Leute, ich muss mich doch erstmal hier reinkommen. Da muss man richtig präzise sein. Vielleicht helfen da diese... Wie heißt denn diese... Aufstecker für deinen rechten Analogstick, damit die ein bisschen höher sind. Ach so, ja, diese, ja, ich weiß aber, was du meinst, ne? Ja. Das sind diese speziellen so Hilfen, wenn der Analogstick einfach nicht so geeicht ist für alle Hände und Finger. Auf Augen immer raufschießen, dann öffnet sich irgendein Gang. Okay. Wo der genau ist. Oder? Ja, und Türen öffnen, wenn du dran gehst, X oder Kreis, kannst du mal probieren, wenn du denkst, dass es eine Tür ist. Okay. Das ist der Benutzen-Button. Vielleicht ist das da hinten schon eine Tür. Und schon geht's los. Okay, das ist, glaube ich, keine Tür. So, schauen wir mal, ob hier. Ja, du hast ein Auge angeballert. Vielleicht hat sich auch ganz am Anfang irgendwas geöffnet jetzt. Oh, die sind neu. Die sind neu. Da ist der Anzug. Strahlungsabwehranzug hast du jetzt. Oh, weh. Muss ich wahrscheinlich hier recht schnell durch. Da war der Kakodämon. Das hebe ich. Das kannst du öffnen, glaube ich. Also mit X oder was? Probier mal A oder X, wenn du davor stehst. Direkt vor der Tür. Ah, einen roten Schlüssel. Okay. Sehen, ob du das aktivieren kannst. Oder ob das was ist. Nee, ich glaube, es ist Dekoration. Nur Deko. Man weiß es lieber, die Art von Spielen. Ja. Jetzt brauchen wir halt den Schlüssel. Ich glaube, der ist da oben. Das ist ja so ein Käfig. Und da... Ah ja, das ist der rote Schlüssel, genau. Kannst du von da aus nach rechts? Nee, ich glaube. Oder ist das Ding hinter dir eine Tür oder war das der Eingang? Das war der Eingang, glaube ich, ne? Was denn genau, das da hier? Ah ja, das hinter dir war der Eingang, da waren diese Pylonen in der Mitte, die sind runtergegangen, glaube ich, durch das. Siehst du da, wo jetzt hell ist, da waren diese komischen Pylonen, wo du durchgeballert bist. Cool, mal schauen. Okay, da komme ich auch nicht durch. Dann schauen wir uns doch nochmal genau um. Siehst du, und das war mein Problem dann auf der QuakeCon, dass ich aber nicht wusste, was jetzt
Phase ist. Hat sich nicht hier links irgendwas getan, dachte ich? Ich sehe gerade auch nicht, wo es sein könnte. Da bin ich ja beruhigt. Liegt nicht nur an mir. Weil es muss doch rechts sein. Soll ich einfach mal hier klicken? Hier war nur der komische Anzug dabei. Das ist der Eingang. Vielleicht geht's. Nee, hier. Probier mal sonst, geh einfach an irgendeine Wand und drück dann einfach auf Kreis und X oder so, mal sehen, ob da was. Und du kannst mit Dreieck immer auf die Map einschalten, ne? Wenn du nochmal einen Blick haben möchtest. Guck mal, da an der Ecke ist dann doch ein Raum, siehst du das? Ne? Da am Ende des Ganges, auf der ganz rechten Seite, das sieht doch aus wie ein Raum oder ein Aufzug, da wo wir versucht haben, vielleicht kannst du da doch was anballern. Meinst du da, wo es weiß ist gerade? Nee, ganz auf der rechten Seite der Map. Oh, wo war da? Ich bin, glaube ich, in die Lava oder sowas. In die Lava da rein. Genau, lauf mal runter da. Achso, da war ich ja schon. Also nein, ich meine da ganz hinten, genau, da hatten wir es ja schon probiert. Aber da hinter dem ist was, ne? Hinter dem hier ist ein Aufzug oder irgendwie sowas, den wir irgendwie runterkriegen müssen. Ja. Weil auf der Map wird was angezeigt. Die Frage ist nur, wie. Was könnte es sein? Kann ich jetzt überhaupt noch mal rüber? Weil ich habe ja meinen Anzug nicht mehr. Probier es einfach. Kann ich auch nach links? Da war ich ja schon. Da warst du schon, ja. Kann ich irgendwas hier drücken? Wir haben ja Quicksave gemacht. Wir haben Quicksave gemacht, ja. Das konntest du auch nicht öffnen, ne? Nee, da steht ja ein roter Schlüssel. Der rote Schlüssel ist hier nur, okay. Und hier ganz zur Seite. Und das ist auch kein Schalter, wirklich? Ach doch, kein Schalter. Also. Okay, dann ich wette, ganz hinten hat sich jetzt was geöffnet. Wenn ich glaube, wir sollten neu laden. Ja, dann drück mal auf Start. Und L. Ein L-Button oben. Einfach nur. Okay. Dann machen wir das nochmal. Ich mag die Pumpgun eigentlich am liebsten. Achso, das habe ich ja ganz vergessen. So sind sie raufgegangen, alles klar. So viele Optionen, denkt man, gibt es mit solchen alten Editoren nicht, weil du kannst ja nicht viel mit Höhenunterschieden und alles machen. Ja. Mal gucken, wie kreativ du dich ausleben kannst. Wo sind mal Lavaböden? Wo kann ich Gegner in irgendwelchen Closets verstecken? Ja, wahrscheinlich. Das war einfach Not. Weshalb sie dann immer ganz gemeine irgendwo Gegner versteckt haben. Ah, genau. Ach, das stimmt. Okay, das war kein Aufzug. Das ist das Loch für das Auge gewesen auf der Map. Okay. So, den Typen kann ich auch noch ab. Oh, der schießt ja. Den hast du aber. Da ist noch einer. Und den Strahlenanzug rechts, ne? Ja. Gut. Okay, hier nach links vielleicht. Ich geh nochmal zurück. Aber meinst du, das ist der rote Schlüssel? Ich glaube. Ach nee, Entschuldige, der rote Schlüssel. Ja, ja, okay. Nee, du hast absolut recht. Okay, oh, guck mal, der ganze Level hat sich hier geöffnet, ne? Oh, jetzt muss man da richtig präzise sein. Muss man präzise sein, ja. Du darfst nicht zu schnell. Gibt es eigentlich ein Limit, wie weit ich schießen kann? Ich glaube schon, aber du hast es wahrscheinlich noch nicht erreicht. Ballern geht über Studieren hier immer, ne? Wenn du irgendwo Feedback siehst, wenn du drauf schießt, dann klappt's. Oh, ich habe so Angst, runterzufallen. Moment, ich gehe einfach mal schnell durch und hole mir den Typen, damit der uns in Ruhe lässt. Kann ich da einfach durchschießen? Wieso haut er ab? Ich kenne natürlich auch die Minigun. Oh Mann, ich habe so Angst. Ich wollte runterschauen, weil ich dachte, ich stehe jetzt gerade blöd. Du hast es gerade noch geschafft. Ja. Aber da kannst du quicksaven zum Beispiel, wenn du den. Welcher Kopf war das? Pinky. Uiuiui. Okay. Was? L? Oder? Du musst auf Start gehen und dann den R-Button. Okay. Dann hast du es gespeichert. Du musst immer direkt auf Start gehen. Aber es sind noch nicht alle Knöpfe besetzt, oder? Nee, sind sie nicht. Na, dann finde ich das komisch. Ich finde das Addon hier nicht schlecht, muss ich sagen. Die haben schon ein bisschen was draus gemacht. Aber es sind nur die ersten Level hier. Keine Ahnung, wie lang oder wie umfangreich es ist. Puh, das ist für mich schon Mario. So, machst du hier Speedrun-Strats. Uiuiui. Ja. Oh Mist, der Typ hätte ich auch fast platt gemacht, ne? Aber zumindest bin ich jetzt auf der Plattform. Ja, vielleicht sollst du die
Gatling Gun nehmen für den. Ist hinter mir auch was? Ich glaube fast ja. Oh und Mann, null. Aber wir haben gespeichert. Wir haben gespeichert, ja. Du musst wieder laden, sonst hast du wieder L einmal. Mhm. Sonst fängt er wieder Leveling von vorne an. Ja, ich denke mal für den ganz großen wahrscheinlich doch besser die Gatling Gun, wo du viel, weil mit der, ja, der Schrotflinte habe ich auch irgendwie 30 Schuss aufgeben müssen auf einmal. Und hinter dir war auch noch einer gleich. Jetzt muss ich das nochmal machen. Mhm. Verschärft nur die Sinne. Wenn man ja Laufen schlimmer findet als Schießen. Da ist er ja, unser Freund. Also, ich habe aber schon bereit. Oh, der hält einiges aus. Der hält einiges aus. Hinter dir auch. Ich muss mich kurz umdrehen hier. Okay. Wenn ich schon mal die Waffe in der Hand habe. Sehr so. Die können ja nicht so viel, ne? Ja, die stürzen sich auf dich rauf. Solange die genug Platz haben. Ich höre doch irgendwas noch rumgrunzen. War doch jetzt nicht die Köpfe. Ah. Das ist da, wo du den Schlüssel geholt hast. Oh, war das eine Abkürzung? Ich hätte gar nicht komplett zurücklaufen müssen. Vielleicht hat sich die Abkürzung erst geöffnet, nachdem du wieder zurückgegangen bist, damit es dich extra nervt. So, aber speichere erstmal. Ah, nee, da ist ja noch wieder ein Anzug. Aber ich speichere trotzdem jetzt. Speichere trotzdem mit mal. Rechts. So. Oh, da kommen Gegner jetzt raus, ne? Vielleicht renne ich einfach weg. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. An denen vorbei und links. Ja. So viel hält er ja nicht aus. Glaube ich. 19 Energie. Ja. Okay, so. Zurück. Ah, ja. Und hier. Und dann links. Zu deiner Linken, genau. Und hier ist die rote Tür. Oh, natürlich. Ja, ja. Mein Anzug ist bald nicht mehr verfügbar. Beeilen Sie sich. Ich will gerne nach lieber zu deiner. Oh, shit. Zu deiner Linken. Das ist doch auch was. Nee, das ist einfach eine Runde. Vielleicht muss ich hier Leap of Faith machen, ne? Okay. Okay. Sehr gut. Es könnte der Ausgang sein. Drück mal den Benutzen-Button, irgendwas. Aktuell macht er nichts. Mal gegen die Wand. Okay, dann schau dich da mal unten um. Vielleicht ist da was. Auf die Bäume schießen. Die Fackeln schießen. Mir fällt gerade nur Schießen ein. Mal auf, an den Wänden da. Oder ob da da hinten. Okay. Also wirklich, was ist denn bei euch? Eine Schachtel Raketen hast du eingesammelt. Aber habe ich denn einen Schrott? Guck mal hinter dir, bevor du rausgehst, ob da an der Wand irgendwas war. Ist das ein natürlich. Also Moment, dann nehme ich aber lieber eine andere Waffe. Nimm eine andere Waffe. Das war's. Holy shit. Kurz vorm Ausgang. Als ob ich das gewusst hätte, direkt auf die Minigun hier. Hast du gut gemacht. Du hast noch 120 Schuss, das sollte reichen. Aber 9 Health. 6 Health. Sehr gut, sehr gut. Ja, super gut. Boah, nee, ich wechsle nochmal die Waffe. Hier ist auch irgendwas. Nein, das sind nur Reste. Mach schnell. Okay, du hast auch schon was gehört, oder? Ja, ich hab's gehört, da sind Türen aufgegangen. Aber du hast alle gekillt im Level. Oh, sehr gut. Aber dann haben sie mir noch einfach Angst gemacht. Alle gekillt. 0% Geheimnisse, wo die auch immer hätten sein können. Ja, deswegen sind sie auch geheim. Ich weiß es auch nicht. Also 0% finde ich ein Erfolg. Das bedeutet, die Geheimnisse bleiben geheim. So, 6%. Vorrang. Finde Fleisch. Ist da Fleisch an der Decke? Ein bisschen. Finde Fleisch. Jetzt lasse ich dich da mit 6% weiterspielen. Ja. Ja, ich kann theoretisch auch abkratzen hier. Weil fängt ja eher am Anfang des Levels an. Start. Okay, er braucht nur ein bisschen. Alles klar. Das ja, es sieht schon besser aus. Also diese Minimap, die ist so aufgemalt, als würde man einen roten Kugelschreiber und einen gelben Kugelschreiber geben und sagen, aber ich mal jetzt mal was. Es gibt auch Runs oder Speedruns, wo die Leute das nur auf der Minimap spielen. Und dann immer fühlen müssen, wo die Gegner sind. Wow. So, also ich muss, glaube ich, auch hier erstmal wagen irgendwo durch. Ah, guck mal, wenn ich nur ein bisschen berühre, dann passt das schon.
Gott. Geht das da durch? Aber fand man früher diese Grafik, das klingt, aber fand man früher diese Grafik richtig atemberaubend? Also es sieht schon, für damalige Verhältnisse ist das ziemlich gut. Muss ich eben vorstellen, es gab einfach keine 3D-Grafik, ne? Das war, ja, das war 3D-Grafik. Das war diese Ebene, alleine, dass man Tiefenwirkung hier hat, ne? Und das sind ja keine Polygone oder was du hier siehst, sondern es ist ja alles nur verzerrte 2D-Ebenen, die so dargestellt werden. Dass du überhaupt Tiefenwirkung hast und das vor allem auch flüssig läuft, war schon ziemlich besonders. Und es sah ja nicht mal so gut aus damals wie jetzt hier, ne? Das ist ja auch noch hier unter den modernen Verhältnissen, dass du deine 60 Frames und alles hast. Mm. Brauchst auch einen guten Rechner, der das bewerkstelligen kann. Unsere 386er in der Schule waren das nicht unbedingt. Und heutzutage läuft Doom auf allem. Das ist der Wettbewerb, ne? Dass man... Ja. Ah, da ist der Absturz. There it is. Da ist er natürlich, wo ich gerade gut gewesen bin. Ja, das ist ja der Wettbewerb teilweise auch, wo Leute dann Doom versuchen, auf Toastern, auf irgendwelchen alten Taschenrechnern zum Laufen zu kriegen. Auf Toastern. Das ist praktisch so, dass aktuell alles smart ist. Ein Smart-Kühlschrank, Smart-Toaster. Ja. Du kannst überall Doom programmieren, ist doch nice. Ich wollte doch nur Reis kochen, stattdessen spiele ich Doom. Was soll denn das? Es ist doch hervorragend, du kannst Doom spielen, während du wartest, dass dann Reis kochen. Okay, jetzt bootet er nicht mehr. Das ist auch gut. Einmal probiere ich es noch. Ja, das wäre natürlich ganz praktisch, ne? So ein, bis der Reis fertig ist oder so ein Eierkocher, bedeutet einmal den ersten Level Doom spielen, dann hast du es. Ja, anscheinend ist der Patch nicht ganz so gut gepatcht. Der Patch braucht einen Patch. Ja. Ah, da ist es, okay. Version 1.2 steht da unten jetzt auch. Singleplayer, Spiel laden. So, frag mich, ob das jetzt der richtige ist, sonst ich lade einfach mal. Er hat ihn bei deinem Save rausgetan, ne? Ja, genau. Aber dann gehe ich mal raus, ich glaube, der Level Select ist hier eh mit dabei. Wir waren beim vierten. Ich glaube, hier Path of Wretchedness. Ja, ja, ne? Ist auch das Gute, von Haus aus auch ein Level Select jetzt mit eingebaut. Also... Wenn man denkt, oh, das gibt da Probleme. Ich höre es doch schon. Ich dachte gerade, das sieht aus wie eine Torte rechts neben dir. Die, ja, es ist eine Schädeltorte, ne? Ja. Mit Kerzen. Ja, also, es ist auf jeden Fall Geburtstag, ne? Und hier ist das Geburtstagskind, Todeskind. Wir feiern seinen Todestag. So, mal einen anderen Weg genommen. Oh, oh nein. Sein Nemesis. Mit der Pistole. Ah, okay, müssen wir doch die Schrotflinte. Wo bist du? Okay, 36 Health. Wäre denn das sowas jetzt, wo du siehst, für dich zum Mitnehmen auf der Switch, so ein Spiel? Wäre das was, was du mal zwischendurch im Level machen kannst? Oder denkst du, da ist genug, wenn wir die Session mal hier durch haben, dann? Ich würde es mir jetzt, ehrlich gesagt, jetzt nicht unbedingt kaufen, nochmal für die Switch. Ich spiele sowieso hauptsächlich am PC, außer es sind irgendwelche Exklusivtitel für PlayStation oder die Switch eben. Mhm. Und... Das ist ja echt unangenehm, okay, hier gerade. Das ist wirklich. Ich hoffe mal aus. Ich glaube, du wirst zerdrückt. Da aber oben. Ich bin unverwundbar. Ich hab's Gefühl, du bist kleiner. Oh. Ich werde durch den Boden gedrückt. Ah, nee, aber jetzt. Hä, okay. Gott. Ich hoffe, okay, haben die so eine Warnung ausgesprochen, wenn jemand epileptische Anfälle oder so bekommt? So, puf. Bist du hier? Ja, steht wahrscheinlich irgendwo dann hinten drin. Ich kann es nachvollziehen, ne? Also, ich bin mir auch nie ganz sicher, wenn ich die Switch dann mitnehme, oft passiert so, ich will dann was spielen, dann spiele ich doch nichts. Aber so ein Level mal bei einer Bahnfahrt, so ein Level mal zu machen. Ja.
das ist etwas, was ich mir durchaus vorstellen kann. Ich habe eben Doom 3 hauptsächlich gespielt, jetzt aber, wo das Add-on da ist, sowas mal kurzzeitig spielen. Ich werde es auf jeden Fall bei mir erstmal drauf lassen. Der Preis ist aktuell auch okay, würde ich sagen, 5 Euro für entweder Doom 1 oder Doom 2. Doom 3 müsste ungefähr 10 Euro. Oh shit, da habe ich Scheiße gebaut. Du schmeißt mich raus. Aber eigentlich hast du recht, das ist für so eine kurze Bahnfahrt. Du hast ja Quick Save. Das bietet sich schon an. Die Frage ist halt nur, hast du es jetzt schon mit den Joy-Cons probiert? Nee, mit den Joy-Cons habe ich es noch nicht probiert. Ich habe es hauptsächlich hier dran gespielt. Das gilt es noch zu ermitteln. Ich habe bald eine etwas längere Bahnfahrt. Hallo? Müssen wir mich rauswerfen nochmal? Ach, Baller muss ja natürlich am Anfang. Ist ja klar, ich habe nicht Quick Saved. Wir probieren aber, jetzt wissen wir ja, wo es hingeht. Nee, habe ich noch nicht ausprobiert. Mit Doom 3 hatte ich es ausprobiert. Und das war Grund genug, dass ich bloß weg bin von den Joy-Cons. Hier geht's nach ein bisschen Eingewöhnung, zumindest mit dem PS4-Pad. Ist nicht super perfekt hier mit der Empfindlichkeit. Kann man die umstellen vielleicht? Können wir mal kurz gucken. Ich glaube, es ging, wenn du auf Steuerung gehst, zeigt er dir leider nur eine Übersicht von der Steuerung an mit den verschiedenen Optionen. Du kannst es eben entweder hier, nur mit Joy-Cons, wenn du die Dinger umdrehst, dann spielen aber leider nichts auswählen. Da geht es von der Gameplay. Ah, da doch, Empfindlichkeit. Da hast du ein bisschen, ne? Dann machen wir mal runter die Empfindlichkeit. Okay, jetzt ist es sehr. Probier's mal. No? So finde ich es okay. Wenn man sich dabei mitbewegt, dann kommt man da gut klar mit. Dann lauf mal da mal herum, guck mal, ob du da Leute vernünftig hast. Also, man kann halt nicht so gut. Oh, nicht so schnell reagieren jetzt, weil schon. Ja. Am Ende finde ich das doch einstellbar. Man muss wahrscheinlich wirklich einen Mittelweg finden. Ich bin jetzt ganz auf Minus gegangen, natürlich. Ja. Und du hast nicht sowas wie ein Lock-on. Du musst hoffen, dass du auf einer Linie bist. Und du kannst R gedrückt halten, wenn dir die Ammo nicht so wichtig ist. Na, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man damit doch ein bisschen behutsam umgehen muss. Alles raus, was keine Miete zahlt. Ey, in solchen Situationen würde ich so gerne nach unten ziehen, wenn man den Gegner nur leicht und dann erkannt es sieht. Ziel auf den Kopf, dann ziehst du mehr Energie ab, ne? So, aber nee, du spielst schon schön weiter. Ja. So, ich probiere mal die Mitte aus. Achso, ja, und immer Rennen habe ich jetzt nicht reingetan, kann man ja selber gucken. HD-Vibration ist natürlich nur für die Joy-Cons gedacht. So, Mitte ist vielleicht ein bisschen, ja, es ist tatsächlich ein bisschen besser, die Mitte. Also man kommt noch schnell drumherum. Ich bleib mal dabei. So. Hier waren welche, ne? Aber du meintest, du nimmst immer die Switch mit und dann spielst du nichts. Das Problem habe ich auch. Ja, jedes Mal. Ich habe die voll geballert jetzt. Was ich jetzt ein bisschen mehr gespielt habe, aber jetzt, wo wir das ausstrahlen, ist es hier auch offiziell draußen, ist Tokyo Mirage Sessions tatsächlich. Das habe ich auf der Wii U verpasst. Und bei manchen Rollenspielen, die spiele ich dann auch ohne Ende auf der Switch. Das habe ich bei Fire Emblem in Sachen Strategie dann gehabt. Und Tokyo Mirage geht tatsächlich momentan gut ab. Ich weiß noch nicht, ob ich das an den Gelegenheiten da mache, wo es sich anbietet, bei einer langen Bahnfahrt. Ach, ich würde es, ja, das kann man jetzt spielen. Oder ich gucke aus dem Fenster für 3 Stunden. Das geht auch. Ja, man glaubt nicht, wie lange man aus dem Fenster schauen kann. Und es wird einem nicht langweilig. Ja. Das passt schon. Mittlere Empfindlichkeit ist um einiges besser. Okay. So, jetzt haben wir hier was aktiviert. Aber wir machen den Quicksave. Cleverer Quicksave. So. Das hier hat sich geöffnet bestimmt. So, Energie. Okay, ich glaube dann jetzt. Ah, okay, da kann man noch zur Sicherheit gründen. Oh, das finde ich aber eigentlich schön gemacht. Das ist ein schönes Level. Puh, ich weiß nicht, ob ich gerade tot bin, oder? Oh nein. Da hat er mich erwischt. Okay, dann laden wir neu. Quick Save ist wichtig bei den alten Sachen. Solange man nicht zu inflationär damit umgeht. Ach, man soll spielen, wie man sich wohlfühlt. Ja. Ja, so waren die PC-Dinger ja auch ausgelegt. Ich meine, nehmen wir als Beispiel sowas wie Max Payne. Ne? Mhm. Das ist ein Game, was nicht wirklich spielbar ist ohne Quick Save, weil die Level auch so ausgelegt sind, dass du direkt gekillt werden kannst. Alles klar, wenn der Boden hier runtergeht, dann kann ich nicht runtergedrückt werden. Das ist gut. So, wo ist
Der nächste. Hier. Oh wow, nein. So. So. Da hinten geht's auch. Würde ich jetzt sagen. Das sieht gut aus. Leicht um die Ecke schauen. Ja. Ich glaube, danach bist du durch. Danach, ne? Bin ich safe, ne? Ich glaube auch. Okay, das ist nur ein extra Raum mit extra Shit. Der mir sagt, mach den Quicksave. Also das ist nur jetzt hier, weil das ist ja jetzt hier nochmal ein bisschen unfairer. So, zu dem hin kann ich aber auch. Lass er mich durch! Da bin ich ja sicher. So, oh Gott, wo bin ich denn? Da hinten. Also muss ich einmal links um die Ecke. Hoffen wir aufs Beste. Aber ist es bei dir so, dass du gerne wieder mehr schwere Spiele haben möchtest? Oder du hast, bist du auch so der Meinung, ich habe keine Zeit mehr für schwere Spiele? Ja, ist natürlich immer von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich brauche per se, ich muss nicht jetzt nochmal ultra hardcore herausgefordert werden. Mm. Also ich muss mir persönlich nicht wie irgendwie groß was beweisen. Oh, nice hier. Ist da noch was? Sekiro war ein ganz gutes Beispiel. Ist ein sehr schönes Spiel, sehr anspruchsvoll eben. Aber da habe ich irgendwann einfach nicht mehr die Muße gehabt, wirklich mich zu 1000% auf das Spiel einzulassen und jeden Gegner lange zu bergern, bis ich den Rhythmus da draus hatte. Mm. Sondern da war ich auch irgendwann mal gut, okay, ich habe genug Spielspaß mir da rausgeholt und ich brauche das heutzutage nicht mehr. Wenn es sich für mich anbietet, dass ich irgendwas auf Easy spielen würde, da würde ich das fast sogar auch ohne mit der Wimper zu zucken machen. Man soll ja nicht dann das Spielerlebnis gatekeepen und dann sagen, hey, du hast es nur richtig durchgespielt, wenn das so oder so ist. Man macht es ja nur, um dann Spaß zu haben dementsprechend. Oh, ich wurde gebeamt. An den Anfang des Levels! Oh Gott, das war nicht der Ausgang. Ich muss doch hier nochmal hin. Aber nee, ich bin aktuell auch an den Punkt gekommen. Also früher wäre das für mich undenkbar gewesen, dass ich auf die Idee komme, normalerweise, das kann man auch schon machen. Aber vor allem bei grindlastigen Spielen, du hast ja schon Tokyo Mirage Sessions genannt, da habe ich jetzt auch gesagt, nee, ich spiele auf easy, ich will die Story erleben, ich habe keine Lust, krass zu grinden und ja. Ich habe einfach so viele andere Spiele, da möchte ich nicht so viel Zeit verschwenden. Ja, das ist die Sache, genau. Wenn schwierigeres Spiel bedeutet, das respektiert deine Zeit nicht. Ja. So, das muss es ja nicht immer, ne, sondern es kann auch irgendwie anders geregelt sein. Bei Tokyo Mirage jetzt, das hier als Beispiel genannt, da ist es, ich spiele es auf normal. Mhm. Und da ist es durchaus anspruchsvoller als andere RPGs. Einfach in der Hinsicht, dass du nicht einfach mit X gedrückt halten kannst und gewinnen kannst, sondern dich schon um Abhängigkeiten kümmerst. Mhm. Und bei solchen Sachen mal eher, wenn für mich ein Spiel auf normal dann nicht funktioniert, auf easy bringen mir die nicht so viel, weil die Story auch nicht so toll ist bei dem Game, um die jetzt zu erleben. Das muss ich dann immer für mich abwägen. Ich hätte dann bei anderen Sachen zum Beispiel dann keine Probleme, wenn es irgendwie so ein mega harter Ego-Shooter wäre. Da würde ich auch sagen, hey, easy ist genug für mich. Das habe ich zum Beispiel bei Modern Warfare gedacht jetzt, bei der Neuauflage. Mhm. Weil ich nicht so viele Ego-Shooter spiele, ich muss immer erstmal wieder reinkommen und da habe ich ein paar Level jetzt gemacht und bisher auch noch nicht weitergespielt. Wenn ich weiterspielen würde, würde ich vielleicht einfach auf easy schreiben, weil mir reicht das Erlebnis so, wie es da ist. Na, ich möchte ja nur ein bisschen balla und dann fällt der Hubschrauber runter, der Bildschirm explodiert. Es ist halt wirklich und Captain so. Price kommt vorbei und irgendwelche arabischen Länder, die nicht existieren, werden von der Nuklearbombe zerfetzt und das war's dann. Das muss ich nicht 3 oder 4 Mal machen. Dann würde ich das so machen. Es ist also von Genre zu Genre abhängig. So. Ja. Ich weiß nicht, bei Sekiro war es bei mir kein, also jetzt nicht das Problem, ich hatte jetzt nicht kein Problem, weil es einfach war, sondern ich habe mir jetzt keinen Easy-Mode gewünscht. Ich fand, das hat zur Experience dazugehört. Aber ja, wie gesagt, wenn ich es einstellen kann, glaube ich, spiele ich echt in Zukunft auf leicht und nehme einfach die Erfahrung mit. Ich sag so ein Jedi Fallen Order, ganz ehrlich. Oh ja, das muss man nicht auf mega hart spielen. Ja. Ich würde auch fast sagen, ich glaube, eine Tür hätte ich noch finden müssen, um mir Level hier beizukommen, aber unsere Zeit geht auch zu Ende. Ja, insgesamt, ey, ein schönes Add-on, muss vielleicht noch ein bisschen am Patch gearbeitet werden, dass es nicht so häufig abstürzt. Und ein bisschen dran gewöhnen geht es tatsächlich auch mit dem Controller einigermaßen zu spielen. Ne? Wenn man die Empfindlichkeit vernünftig einstellt. Ihr könnt euch gerne in den Comments ein bisschen auslassen, mehr von den geilen klassischen Ego-Shootern hier.
Eigentlich haben wir schon alle durch. Aber da gibt's ja noch einiges, können wir vielleicht im Retro-Club auch noch mal ein bisschen was machen. Ansonsten schaut euch gerne auch unsere Videos zu Doom Eternal an, mhm, ne? Weil da haben wir Oldschool und Newschool mit dabei. Dann danke dir, Chiara, für die gerne. Zeit. Danke euch fürs Zugucken und wir verabschieden uns. Ciao.